Mein Name ist Michael Schlatt, ich bin der Kreisjugendfeuerwart hier im Landkreis Remsmoor und meine Funktion im Projekt ist im Prinzip die Projektleitung. Der Kreisjugendring hat uns gefragt, ob wir Lust hätten, mit der Moscheegemeinde in Mohart das Projekt anzugehen. Wir haben uns dann getroffen, schon viele Jahre her, weil wir ja schon in der zweiten Phase des Projektes sind, und haben dann gemeinsam die Projektidee entwickelt, also was wir vorhaben, und haben aber natürlich dann die Jugendlichen eingebunden. Und viele Dinge, die wir nachher umgesetzt haben, waren in der ersten Projektphase gar nicht so von uns geplant, sondern es kam dann von den Jugendlichen. Das Ziel ist es, dass sich die Jugendlichen aus der Moschee, also aus den Moscheegemeinden, und die Jugendlichen aus der Jugendfeuerwehr gemeinsam kennenlernen, Berührungsängste abbauen und gemeinsam Dinge machen, dass sie einfach erleben, dass sie sehr viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Dinge, die sie trennen. Neben dem Bauen hier oben in Mettelberg, also die Tische, der Zaun und die Grillstelle, haben wir eine Feuerwehrausbildung für die Jugendlichen gemacht, schon mehrmals mit verschiedenen Jugendlichen, mal mit Jungs, mal mit Mädels. Wir haben die Landesfeuerwehrschule besucht in Bruchsal mit einer Gruppe. Wir waren bei einer Werkfeuerwehr, wir haben unsere eigene Feuerwehr besucht. Wir haben gemeinsam hier in Mettelberg an einem Abend die Bauaktionen geplant, also die Jugendlichen selber. Ganz Highlight für mich war, wir waren mal mit einer Gruppe an Weihnachten in einem türkischen Restaurant, haben mit Wichteln eine Weihnachtsfeier gemacht, und es war ein türkischer Musiker, der deutsche Weihnachtslieder auf einem türkischen Instrument gespielt hat. Das war für mich so der absolute Oberbringer bisher. Okay, die Idee war, im Projekt Barrieren für Menschen mit einer Behinderung abzubauen. Wir hatten auch an einem Termin auch geistig behinderte Jugendliche mal mit dabei, die eben auch mitgebaut haben, weil wir gesagt haben, naja, geistig behinderte Menschen können ja auch was für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung machen, sodass wir alle mit einbeziehen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also das ist ein Test, das heißt, da kann man Rollstuhlfahrer auch reinlassen, damit die nicht Außenseiter sind. Damit die praktisch rein können, halt, man nimmt das hier weg, macht man auf die Seite, dann fährt diese Person mit dem Rollstuhl rein und kann angenehm am Tisch essen, spielen, mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Und dann, wenn der wieder zurückgeht, dann kann man wieder das einsetzen. Und dann kann man normal wieder das machen, damit die Leute nicht ausgeschlossen werden von Mitmenschen. Aber die mit einbezieht. Du Rolle, ich will auch da. Ich dachte, wir brauchen das. Ja, halte das. Warum nicht? Ja, so senkrecht, senkrecht. Oh, Beste! Senkrecht, meine Freunde. Mach mal ruhig, hey. Und mach mich rein. Und. Gut gemacht, das hast du toll gemacht. Und jetzt halt jetzt wieder los. Warte, Erde, warte, Erde, warte, 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 wie engagierst du dich? Was soll das bedeuten? Ich bin hilfsbereit und helfe gerne anderen Leuten. Und wie stellst du das an? Zum Beispiel heute in Geschichte. Da haben sich zwei gestritten und ich hab den Streit geschlichtet. Warum setzt du dich ein? Ist doch selbstverständlich. Wenn jemand meine Hilfe braucht, ja, dann helfe ich. Engagement, Zivilcourage, Staatsschutz. Ich bin dabei, weil ich es will und nicht, weil ich es muss.